Sollte er Vakuum ziehen oder spielen? Ist halt bei mir auch nicht so krass. Man muss so ein bisschen anlegen hier. Also hier, mehr dass die Lücke schließt, genau. Okay. Weil du hast von der Seite dann, wenn du hier eine kleine Lücke hast, dann sieht es so offen aus. Ja. Wenn du es ranlegst, dann bist du viel plastischer. Und deswegen sehe ich dich da auf jeden Fall im Finale. Ja, hallo meine Nacht der absoluten Massegierenden und Freunde. Wir haben heute den Tag der Abreise gen Bukarest für mein IFBB Pro Debüt bei der Romania Muscle Fest Pro. Vorher werden wir aber einen kleinen Stopp in Berlin einlegen, um uns unter anderem mit dem heimischen Goat, Classic Goat, Urs Kaleczynski zu treffen. Freut mich auf jeden Fall mega, dass Urs sich die Zeit nimmt, so tief in seiner Prep. Mega Ehre. Ich habe nämlich angefragt, Urs, wie sieht's aus? Kann ich mir noch den einen oder anderen Tipp von dir schnorren, ein bisschen Feedback einholen, um mich natürlich letzten Endes besser dann zu positionieren. Läuft bei uns, ey. Ab zum letzten Tanz, oder was? Was? Ab zum letzten Tanz, ja, oder ab was? Zum letzten Tanz. Gibt's auch noch mal eine Runde Burger King? Ja, schauen wir mal, ob wir das heute okay, du gibst Gas, ja. So, ich hab's für Puls möglich gemacht, ja. Burger King Diät geht weiter, ja. Ja, Mann. Ich will ja nicht, dass mein Kameramann hier irgendwie energielos nachher unterwegs ist. So, Puls ist auch wieder da. Ist das denn, Junge? So, so geht mir Preppe. Was hast du hier geholt, Junge? 4 Burger und Pommes. Ja, das ist schon mal eine gute Basis, ne? Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall mein delikates Omelette. Das gibt es heute zweimal, also keine Carbs seit 3 Tagen. Dementsprechend flach werde ich nachher am Start sein. Es sind 50 Gramm Tartarbeißer, es sind 50 Gramm Spinat, 5 Eier, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und ein bisschen Hafermilch. Und dann gibt es auf jeden Fall die Kofferraummische. Es gibt auf jeden Fall den Craft 25 Gramm. Habe ich mir jetzt hier angemixt in 2 Ivo Focus Caps in alter Manier, so wie sich das gehört, damit noch ein bisschen Pump reinkommt. Ne? Und dann gibt es noch ein Energy. Und dann sind wir auch bereit gleich für die Abfahrt im Bunker. Heute wird Push trainiert. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ich glaube, das gibt da unten auch ein geiles Ambiente. So, meine Freunde, wir sind jetzt im Bunker angekommen. Ihr wisst, was das heißt. Wir werden jetzt erstmal ordentlich Push schmettern, damit das Gödenlaufgewand nachher auf jeden Fall für Urs gewappnet ist, damit die Kritik nicht zu hart ausfällt. Er hat heute auf jeden Fall Rest Day, kommt aber extra vorbei, um mich zu begutachten, um eben sein Feedback zu geben. Freue mich auf jeden Fall mega drauf, aber erstmal wird geschmettert. Ja, ich mache auf jeden Fall. Boah, ich mach die. Sieht doch delikat aus, damit können wir ordentlich beginnen. Diese Brustpresse ist so krass. In der Dehnung wird die einfach so aufspannend. Ja? Also du merkst halt, jede Brustmuskelfaser gefühlt
wenn du nach unten gehst in die Dehnung, zieht halt richtig schön auf, knallt so übelst in die Brust rein. Also selten an einer so guten Brustpresse tatsächlich trainiert. Müssen wir uns, glaube ich, heimlich mitgeilen. Ja, Zwiebelmodus hier auspacken, ne? Mal 80 Lagen. Mal wissen, ob Betriebstemperatur ist. Freunde, ich kann ja mal sagen, wie ihr das Heavy Wader Shirt findet, ne? Kleinen Prototypen, den wir jetzt am Start haben, im Military Green. Hier nochmal Feedback da lassen. Seht ihr jetzt gleich mal im Einsatz. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that crib, oh, for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows until the flight leaves. They wanna ride my ties, but they ain't even ride or die, please. But I've been short on time, been in the prime of my prime, easy. I said I never changed and leveled up, I guess I lied, yeah. Off that strain of potent just to feel like I'm alive, yeah. Mix that with that potion just to feel like I'm that guy, yeah. So know the one you talking to, you way outside your line, yeah. Go against the tribe, you lose your... Let me not even say this. I just ran out of my patience. I just got tired of waiting and got here myself. Want me to believe in the dream that they see for themselves but still doubting themselves. They might as well light up the L. High top on 10 toe, drip retro. Talking major plays, hella high tech through the getro. Pin game, pin petro. Jet set it in the flesh hole. Send a text mail to get. Got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stack. Think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zay just dropping propane and it sounded like Mass Appeal. For my dog, I'ma ride till the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint. I'ma stop till I own every brick. I used to lay out in the lawn just to feel the world spin on its axis. Now I got the access and the last laugh, got it off of the passion. Keep it 100 on the dash, now that we got our subtraction. Slick talker, I'm a showstopper, you are not solid. Tread cautious, couldn't go a mile in my toe boxes. Stun a shade with the Visine, light it up and bring the vibe in. Lime tint, color spot beam on me, I'm a star every night lit. Ultraviolet, ayy. I told her make sure that phone is on silent, so we know I'm what the vibe is. Take a look in my iris, I think she know that I'm high risk. I never know what the time is, I never know when my mind went. Ayy, I got a lot on my plate. I got an eye on the prize, and I'ma make sure that we straight. Die erste Umarmung, Junge. Ah, mein entladener Sohn. Ja, ist wirklich so. Flach, aber dünn. Aber Hammer, hey, schön. Mega, wie gesagt, ich hab's vorhin schon gesagt, mega, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, nee, so muss. Kurz vor, Alter. Vor der Olympia. Wenn ein Kollege, dann den, weil wer richtig abrasiert hat die Saison. Wer nicht weiß, ich kenne, oder wir kennen uns wie lange jetzt? Seit 2016. Ja, ist auf jeden Fall schon eine also ganze Weile. Also, ist eine Weile. Ja. Und Patrick hat mich auch damals 2018 bei meiner Dennis James Classic supported, bei der ersten. Und dementsprechend kam genau. Die Nachricht eingeflattert. Hier offiziell nochmal, herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Fucking IFBB Pro. Ich war, ja. Alter, ich war so stolz und happy, Mann. Das ist unfassbar. Freut mich mega. Und deswegen, jetzt geht's weiter. Genauso stolz sind wir, glaube ich, wenn wir deinen Werdegang hier verfolgen. Also, schon crazy, aber. Gibt schon einen Grund, warum du so eine große Anhängerschaft hast. Und wie gesagt, Urs hat mich das erste Mal schon zur ANBF und GMBF damals begeistert. Da war er noch halb so viel wie jetzt, ne? Aber ja, da war das Posing da halt schon 79 so, Kilo, ja. So beeindruckend. Krass. Und dann ging es auf die Dennis James Classic das erste Mal, ne? Ja. Ja, war schon wild, aber immer wieder haben sich die Wege gekreuzigt und jetzt dachte ich mir, die Jungs sind in Berlin nach den ganzen Strapazen, Alter, ich hab nur gesehen, Auto kaputt. Alles halbe alles, Weltreise alles hier mit Minjungen hinter der Kamera. Ja, ja. Machst auch einen geilen Job, by the way. Und, Dankeschön. Ja, jetzt morgen dann Rumänien. Ja, morgen geht's nach Rumänien, ja. Und deswegen Hammer. Dachte ich mir, okay, wen sollst du fragen, wenn ich Urs, um dir vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp das zu schnorren. Okay, ja, so hab ich tatsächlich ihm auch gesagt. Schön und er meint gleich, er ist gleich dabei. Also, weil meine Prognose ist ja, also ich habe mir das Teilnehmerfeld angeguckt und man muss ja sagen, die ganzen Wettkämpfe jetzt zum Olympia hin, weil extrem viele schon qualifiziert sind, sind natürlich schwächer besetzt, muss man so sagen. Und deswegen sehe ich dich da auf jeden Fall im Finale. Also sind mal Ansagen, also, aber ich lehne mich da gern weiter aus dem Fenster, weil du bringst das auf jeden Fall mit. Und ich denke auch, je nachdem, wie es laufen wird, ist Top 3 auch auf jeden Fall drin.
Also es wäre schon, das wird schon wieder komplett sprengen für mich, muss ich sagen. Ne? Ja. Also ich bin jetzt dafür, so angegangen. Dafür sind wir in die Saison reingegangen, Junge. Das stimmt. Was wurde nicht gesprengt, Alter? Deswegen. Das stimmt allerdings. Aber du weißt ja selbst, du bist ja selbst nicht so, dass du jetzt die großen Sprüche klopfst vorher, sondern einfach abliefern. Das wollte ich auch sagen, so Prognosen, drauf geschissen. Ja. Ich krieg da auch täglich die Nachrichten und welchen machst du. Aber das kann man nicht beurteilen. Es kann sein, ihr fahrt jetzt irgendwie rüber und auf einmal kriegst du einen Dünnpfiff, das kracht. Ja. Also muss man auch mal so hart sagen, keine Ahnung, kann das zweite Omelette, was im Auto schimmelt bei dir, nicht mehr ganz so gut sein und dann ist Abfahrt, dann bist du da, keine Ahnung, 16. von 15. So. Ja, das ist wirklich. Ja. Und das ist im Bodybuilding einfach so und dann die Form gerade bei solchen Wettkämpfen dann verrutscht. Beim Olympia noch krasser, wenn du da 2% nicht die Form triffst oder keine Ahnung, Alter. Dir irgendein dummer Gedanke durch den Kopf geht und du gerade auf die Bühne läufst und dir denkst, hey, mit links wollte ich loslaufen, aber mit rechts losläufst und dann irgendwie nicht gut performst, dann war's das so. Du hast 10 Sekunden, glaube ich, zum Überzeugen. Ja. Und die 10 Sekunden nutzen wir bei dir auf jeden die Fall. Die versuchen wir heute rauszuholen, ja. Was hier auch geil ist, du hast dir das geilste Studio ausgesucht für einen Posing-Check, weil hier ist das offiziell beschissenste Licht in ganz Berlin. Also wer hier gut aussieht, sage ich immer, den kannst du auf jede Bühne stellen. Deswegen, wir gucken mal hinten im Freihandelbereich, wo es Das matcht sich gut damit, dass ich 3 Tage keine Kampfrenner habe. Also, dass die Leute nur vorgewarnt sind. Wenn Patrick hier nicht ganz so brachial aussieht, dann heißt es aber auf der Bühne umso mehr. Und deswegen, du hast trainiert? Ich habe gerade Push trainiert, versucht so ein bisschen das Letzte rauszuholen noch. Das ist die letzte harte Trainingseinheit jetzt gewesen. Ab morgen noch Pump-Session und ab morgen wird aufgeladen. Ne? Irgendwie geil. Standardprotokoll. Gefahren und dementsprechend sollte ich dann auch, sag ich mal, was die Form anbelangt. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, auch. Weil ich fühle das so richtig. Du wahrscheinlich auch, das ist ja jetzt Abschluss der Saison auch. Du gehst jetzt gerade das letzte Mal sozusagen durch die Hölle und dann ist morgen aufladen. Das wird dann eher so das Fest dann wieder und der Körper wird voll. Aber stell dir vor, dann jetzt, keine Ahnung, danach genieß es wieder so, weil dann hast du erst mal 1-2 Jahre wieder diesen chubby Off-Season-Modus, wo man sich denkt, ja, was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Und du siehst halt so den Progress, aber irgendwie auch nicht, weil du dir denkst, okay, krass, deswegen geht immer mit einem mit, so mit einem Athleten. Wenn einer so sein letztes Training oder die letzte Cardio-Session oder das letzte Mal rausgehen, spazieren, so irgendwie, das ist immer so ein verschicktes Gefühl, finde ich. Aber das kann man auch nur nachempfinden, wenn man das Ganze auch liebt. Ne? Also das merkt man dann halt, wenn man halt relativ viele Seasons hinter sich hat und nicht erst eine, sondern das immer wieder und immer wieder macht. Und der Körperfettanteil halt schon dann nochmal auf Dickskin auch runter geschreddet war. Weil, keine Ahnung, wenn du 15% hast, dann fühlst du es nicht so mit, wenn du richtig durchgelaugt bist, dann ist das Ganze eine andere Sache. Aber ja, Mann, gutes Studio ausgesucht für die letzte Einheit. Ja, auf jeden Fall. Also der Vibe ist geil. So, also ich hab, ist dir nicht kalt im Stringer? So? Aktuell nicht. Aber ich habe mir brennt der Körper irgendwie. Ich weiß manchmal nicht, ob es kalt ist oder heiß ist. Ja. In Händen, Augen und Füßen. Das ist schon Wechselbäder. Ja, das ist ganz crazy. Immer an den Entladetagen ist es halt auch komplett Katastrophe. Also, so im Eimer, aber es ist egal. Wie gesagt, einfach durchbocken. Wie aber auch so viel Auto fahren können, der ist unfassbar, weil das Schlimmste für mich in der Vorbereitung ist im Autofahren. Ganz ehrlich, ich habe auch die ganzen Seminare, alles, was ich terminlich noch hatte, ich habe es einfach abgesagt, weil ich mir dachte, hey, ich könnte zwar das Seminar gut machen, da stehe ich dann immer dran wie eine Eins oder ein Guest-Posing, aber die Fahrt dahin und so. Ich sitze da, du sitzt drin und guckst dir, okay, gut, noch 35 Minuten, dann kann ich ein Meal zünden. Ja, es ist schon unfassbar eklig dann, aber gut, vielleicht mit einem Compadre, der da immer. Ich meine, ist ja kein Problem, wenn man keinen Führerschein hat, dann kann man auch nicht Auto fahren. Ne? Also, die Waben kommen nicht von ungefähr. So, wollen wir loslegen? Ja. Weil ansonsten bin ich komplett 2D-Modus. Also von der Seite sieht man mich, glaube ich, gar nicht mehr. Wa? Also, alles gut, Alter. Das ist der klassische Kopf, den lieben wir. Kurz so ein bisschen Volumen reingeholt. Ich habe keine Muskeln mehr. Ich bin zu dünn. Passt schon alles. Patrick, du hast noch Muskeln. So ein bisschen. Ja, wir haben. Was ist denn der beste unter den beschissensten Spots? Ich zeige euch jetzt, darf ich euch mitnehmen, zum besten der beschissensten Lichtspots. Dann haben die Jungs da irgendwas probiert aufzubauen. Und jetzt einfach der Lichteffekt, wie er sein sollte.
geht einfach gar nichts. Geht einfach, guck den Unterschied nochmal. Geht einfach gar nichts. Also. Danke für nichts. Jungs, habt ihr einen geilen Posing-Spot hingezaubert. So, dann schauen wir mal, was das Golden Lauchgewand so noch zu bieten hat, ne? Was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist zum Posing üben, zum Spiegel zu stehen. Also macht das eine Runde so und dann dreht euch immer weg vom Spiegel. Das will ich sehen, ja. Hoch die Scheiße, ja. Nichts, ja. Ist nichts dran. Sehr geil. Ja. Kommt da beweise. Wie ist es, wenn du die Arme so ein bisschen weiter vornimmst? Kannst du den Latt damit mehr rausnehmen? Also dass du die so im Augenwinkel noch so ein bisschen sehen kannst. Also, glaub, bist du mehr so, wenn du die vorschiebst, ob da der Latt mit rauskommt, können wir vielleicht noch so ein bisschen was rausholen. Ja, aber gut nach vorne, ja. Besser. Ja? Höher? Die Silhouette besser, ja. Ja. Guck auf die Beine. Side Chest. Arsch. Kannst du den Arm noch so ein bisschen anlegen hier? Also hier, mehr dass rein. Die Lücke schließt, genau. Okay. Weil du hast von der Seite dann, wenn du hier eine kleine Lücke hast, dann sieht es so offen aus. Ja. Wenn du es ranlegst, dann bist du viel plastischer. Ja. Und da müssen wir halt alles rausholen. Die Plastizität. Ja, und man schon so durch die Brust. Arm anspannen, genau. Arsch. Yes. Okay. Back double. Guck mal, geh mal so von der Side-Chest, weil das, da kannst du wieder was rausholen. Die Übergänge, ne? Da kannst du halt was rausholen, weil was machen alle? Machen hier einen, dann erst mal Bauch hängen. Dann drehen die so, wie du gerade mit drei Schritten. Du stehst so, lockst die an, gehst rein und dann machst du hier auf. Dann fliegt es ein bisschen brutal. Ja. Drehst einmal rüber, setzt den Fuß rein, zack, zack, hoch und raus. Ja. Und dann denken die sich, ja, okay, krass, das sieht ganz anders aus. Ja. Genau. Und bleib kurz hier ruhig, bam, lock hier ein, weil der Trizeps ist abartig, ja. Und jetzt geh rüber. Nee, mach nochmal. Ja. So. Und so, wie ein Kickback zur Seite. Ja, genau. So, dann lachst du vor. Ja. Und jetzt gehst du rüber, genau. Eins, eins. Ja. Das finde ich geil, wie du das auch machst. Mhm. Bisschen. Ja. Okay, und jetzt wieder nach vorne drin. Bauchbeine. Yes. Das ist ein geiler Übergang. Mhm. Was ich hier dann noch machen würde, ist auf der Linie. Nimm den einen Schritt einfach, zeig die seitlichen und dann stell dich nochmal vor und bist du wieder einen Meter weiter. Ausgestellt oder mit durchgedrückt? Nur dich durchdrücken, du hast die Striations. Ja. Ich würde so ein bisschen spielen. Nicht zu lang durchdrücken, weil sonst sieht es zu dünn aus, das Bein. Aber stell es aus, zeig die Inner Thighs, ja genau. Aber geh ruhig einen Schritt vor. Okay. So. Weil das Schlimmste ist, dass die sagen können, back in line, aber du bist, machst dich wieder massiver. Ich mach so.
Ah, okay. So richtig einen Schritt vor. Ja. Ja, genau. Bam. Weil dann, oh nein, dann geh nicht zurück, geh nochmal einen Schritt vor. Okay. Stell das Bein her und geh, okay, dann, geh dann nach vorne. Ja. Ja, genau. Wir arbeiten ja, Polako arbeitet mit allem, was, was geht. Mit allem, ja, nach vorne. Weil dann musst du bedenken, was kommt jetzt? Favorite Classic Pose. Ja. Und dann siehst du da halt noch einen Tick brachial aus. Da, und das Schlimmste, was die sagen, ist go back in line. Da bin ich gespannt, was du jetzt sagst von der Classic. Was du am besten findest. Mach mal deine Favorites raus. Wenn jetzt so die beiden, die schräge, also entweder würde ich den Front Leg Spread dann wirklich so stellen, aber halt nicht so und dann verbiegen, weil sonst zerstörst du eigentlich nur die Linie. Stell dich mal so hin, so, ja, genau, und mach das so, ja. Und dann kannst du noch so, ja, das wird theoretisch gehen. Oder, wie was ist mit der? Weil dein Rücken ist schon noch vorher, ja, du stehst. Genau. Aber hier den Arsch anspannen und lass dich nicht zu weit nach vorne kicken, sondern so frühstück, ja. Schön, mal von hier noch, was sagt ihr dazu? Finde ich auch sick. Was du auch machen kannst. Oder als Übergang so? Ist also wechseln. Eine, ist wechseln. Über die lange Zeit. Welche fühlst du am meisten, Digga? Also, also die, bist du so richtig confident, wo du denkst, bam, jetzt hau ich einen raus? Also die mache ich schon ganz gerne, aber die baller ich halt ganz gerne rein. Ne? Ja, genau. Aber halte ich nicht so gerne, ja, so lang, weil dann habe ich irgendwie. Dann lass uns die nachballern, ja, und eine dann vorab. Und wenn, ja, du merkst, da mit der kacke ich ab. Genau, dann hätte ich halt eher so. Also quasi den gemacht. Ja. Ja, der Latte ist schon brachial, das war schon. Und dann kann ich so. Ja. Ja. So reingehen. Hau die nur nicht zu weit nach unten, ja, weil sonst passt es von der Ding. Ich mach die ein bisschen schon. Ja, genau. Und hier schön den Arsch und ja, dann, ja, passt es. Ja. Cool. Mach nochmal Line-up. Soll ich da eher Vakuum ziehen oder Spiel? Ist halt bei mir auch nicht so krass. Ne? Spiel so ein bisschen, also so einen halben Vakuum. Ja. Das sage ich immer ganz gern, weil. Ja, ich weiß nicht. So muss man auch bedenken. Der Patrick wird da morgen, was heißt morgen? Der Patrick wird da am Wochenende, keine Ahnung, 40, 50 Sekunden im Line-Up stehen und man malt sich das immer so aus, ja, ich zieh die mit Vakuum, aber ja, wenn du nach 10 Sekunden abkackst und dann zusammen dran stehst wie ein verschissener Kackhaufen, dann macht es keinen Sinn mehr, ein Vakuum zu ziehen, deswegen spiel so, mach so ein halbes Vakuum und dann kannst du immer wieder frisch holen und stehst gut da. Genau. Ja, erzählt, ja, guck. Und dann ist dann halt, dann kommt die Verwirrung bei den meisten Athleten. Dann ist, wow, fuck, 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 ich kann nicht mehr. Und dann seid euch auch nicht zu schade, irgendwie einfach frisch zu holen. Da stehen 8 Judges. Dann macht halt einmal kurz so und holt hier nochmal frisch. Steht wieder, weil das Schlimmste ist, dass ihr abkackt und denkt, ihr müsst halten. Genau, das ist dann auch immer meine Taktik, dann nochmal, ja, noch mal so reinzugehen. Ja. Ne? Diesen Ansatz vom Ex. Ja, man, vom auch so ein, ne, bisschen spielen, so das so, Bein ausschütteln. Genau. Deswegen habe ich gesagt, halt nochmal das Line-Up, weil es muss ja nachts um 3 für eine Stunde halten können. Das ist die wichtigste Pose und es ist mir wichtig, dass die sitzt, weil mit der Pose kommst du eigentlich immer in die Callouts. So. Ja. Aber Front Double Biceps. Back Double Biceps, weil das machen die auch ganz gern. Ich sage nicht die Posen, wie sie normal sind, nacheinander, sondern hauen dann random welche raus. Sehr gut. Und die Rückenposen sind auch asozial zum Anspannen, deswegen machen wir den Jungen schön leer heute. Sehr gut. Auch Beine. Yes. Deine Marke. Ja. Nee, du hast
Du hast mega schöne Bauchmuskeln. So crunchen, ne? Weil die Vakuum kommt nicht so viel. Ja, die kommt nicht zu tief. Das ist, genau. Das ist, ich habe halt nicht, dass so tief reingeht. Du hast schöne Apps, also muss man nicht verstecken. Das hier geht schon. Digga. Das waren. Der Junge hat sich die Lademahlzeit auf jeden verdient. Fall ein paar Tipps, die ich jetzt gut mitnehmen konnte. Sonst deswegen fühlst du dich so hinsichtlich Saisonende, hinsichtlich jetzt dem ersten Pro-Wettkampf? Ja, also ich muss natürlich sagen, also erstmal für die Saison ist halt so viel passiert jetzt, ne? Also es hat halt komplett so das gesprengt, was ich jetzt erwartet habe. Goldmedaillen habt ihr in den Karren drin eigentlich? Ich glaube 12. Halbes Goldschiff. Alter. Taschen nicht vergessen, ne? Ja. 12 und irgendwie 10 Taschen oder so. Ja, ja, dementsprechend. Wie gesagt, für mich ist das halt erstmal wirklich so zu sehen, okay, wie sieht es jetzt aus, weil wenn man Urs schon unter dem Mantel hier sieht, ne, weiß man natürlich schon, dass das da ein bisschen mehr versteckt, so an Masse. Und wenn da natürlich der eine oder andere dabei ist, der halt mit 6, 7 Kilo mehr steht, ich muss natürlich meine Härte bringen, etc. Denk vielleicht, ich wollte mich im Mittelfeld mindestens platzieren. Weißt du was, du hast einfach Spaß, Alter, genau. Patrick, du nimmst einfach so die Hütte auseinander. Weil das ist das Geilste, was es überhaupt gibt. So, du bist jetzt in deinem ersten Profi-Wettkampf. Ja. Alter, dir kann alles scheißegal sein, weil erstens mal das, was du gepackt hast, muss man jetzt erstmal packen. Und das ist jetzt einfach das Icing auf dem Cake, so wie ich sag. Und deswegen, ich glaube, der Kandidat hier muss sich für nichts mehr rechtfertigen. Und auch wenn du Vorletzter wirst, Alter, ist es scheißegal. Und wir sind alle, glaube ich, zu Recht stolz auf dich, was du da abgeliefert hast. Deswegen habe ich meinen Arsch auf jeden Fall aus dem Bett auch rausgeschwungen und bin hier in den Bunker gekommen, weil das wollte ich nicht verpassen. Und mein Support hat der Kerle auf jeden Fall bei allem, was er macht. Und ja, deswegen genieß die Scheiße einfach. Ja. Aber wie gesagt, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil du hast halt mega viel auch zu tun. Alles easy. Also alles Mögliche, du bist auf Prep, so ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen habe ich aber auch ein kleines Mitbringsel, ne, damit der Urs auch weiterhin gut in seiner Prep performt. Ehre. Wir haben natürlich den Zimt, ne? Den Zimt mit am Start. Hast du noch einen? Ich hab noch einen. Wichtig. Weil der braucht den ab morgen. Der muss ausgerollt werden in Scharen. Wirklich so, ja. Ich bin ja auch ein Zimtteppich-Fan. Dementsprechend dachte ich mir, okay, das ist so witzig. Das fühle ich so hart. Das fühle ich, Alter. Ich habe gleichzeitig noch ein Problem mit dem Pfeffer mittlerweile entwickelt. Ja, der Chili-Teppich bahnt sich ja bei mir auch schon langsam an. Chili, so. Das Ei, ja. Da halte ich mich tatsächlich immer noch so ein bisschen zurück, aber ich esse normalerweise auch gar nicht scharf. Ich habe dann auch irgendwann Chili verwendet, was ich sonst nie mache. Ich auch halt nur in der Prep. Scharf. Ich nur in der Prep. Ja. Also. Aber Pfeffer habe ich bestimmt auch geil. 20, 30 Kilo verbraucht. Also. Ja, ist schon verrückt, Mann, aber danke dir. Ja, natürlich den Feinen auch, den Cylon. Naja. Wenn schon dann richtig. Wenn dann mit der Knie. Nee, so einen Scheiß gibt es da nicht. Nur den feinsten Zimtteppich zum Ausrollen, Freunde, wisst ihr Bescheid. Dementsprechend, meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gibt auf jeden Fall ein ganz großes Danke an Urs, ne? Den Ehrenmann hier. Gib dem Junge hier den Support, Alter. Und du hast dir echt verdient, Mann. Das feiere ich so. Mit Leistung überzeugt, weißt du, das, was ich immer schön den Leuten raushauen will. Ihr müsst nicht irgendwelche verrückten Kackvideos machen, ihr müsst nicht irgendeinen scheiß Clickbait machen, ihr müsst einfach euch den Arsch aufreißen, wie Patrick über wie viele Jahre, 16 Jahre gefühlt. Ja, 14 Jahre sind es jetzt, aber seit 2011 Wettkämpfer, also seit 11 Jahren. Ne? Und vor allem immer am Ball geblieben, liebt die Scheiße, das spürt man einfach und dann funktioniert's. Da muss man sich nicht irgendwelche Maschen überlegen, sondern muss einfach das machen, was man feiert und da abliefern. Und deswegen feiere ich es immer wieder und hab mir die Situationen nicht entgehen lassen, wie gesagt. Also richtig geil, Mann. Sehr geil. Also sehr wie gesagt, ich bin mega dankbar dafür. Ich konnte jetzt auch gut was mitnehmen nochmal. Auf diese Kleinigkeiten kommt es halt am Ende des Tages an. Ja. Ne? So, und das ist halt auch Classic, wo es halt eben um die Darstellung, wo es A und O ist. Dementsprechend gehe ich jetzt beflügelt in meine Ladetage und in meine erste Pro-Show. Und wie gesagt, eigentlich bin ich tiefenentspannt. Ich habe jetzt keinen Druck so. Aber wir bringen unser Paket und dann schauen wir mal. Das auf jeden Fall. Also das Paket wirst du bringen oder muss gebracht werden. Das soll schon so das Ziel sein. Aber wie gesagt, der Wettkampf an sich heißt Spaß haben. Alter, das wird
wird nie wieder so sein. Deswegen denk mal zurück an deinen ersten GNBF-Wettkampf. Ja. Denkst du dir auch, was ist denn da los? Ich denke auch zurück, keine Ahnung, da hat gar nichts gesessen, aber es war irgendwie so ein erstes Etappenziel, was man erreicht hat. Und deswegen, ja. Wie ist das jetzt für dich so? Also wenn du jetzt in Olympia reingehst, ich meine, du hast ja jetzt schon anders viel. Hast ja schon top performt zuletzt und die Erwartungshaltung an dich ist ja jetzt, da sind wir wieder beim Thema, das ist genauso, als wenn ich jetzt auf eine GMBB Pro gehe oder so, wo jeder beispielsweise sagt, okay, der muss gewinnen, und jeder sagt jetzt, Urs, ihr ist so kometenhaft aufgestiegen. Aber du hast schon gesagt, jeder sagt es und das ist halt mein Ding, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich habe meine, lass es 3, maximal 4 Leute sein, auf die ich halt wirklich die Meinung gebe. Und auch wenn mir viele schreiben so von der Community, sind bestimmt auch welche dabei, die uns beide länger schon verfolgen. Die schreiben, hey, du wirst da auf jeden Fall Top 3 placen. So, auf jeden Fall ist immer so ein Wort, das ich schon mal gar nicht gern benutze im Bodybuilding-Sprachgebrauch. Weil auf jeden Fall ist immer nichts. Und es ist ein anderes Feeling, wie man reingeht in den Wettkampf, aber das oberste Ziel, es klingt immer so klischeehaft, ich hasse es auch zu sagen, aber man soll sich selber schlagen und dann kannst du so richtig zufrieden sein. Ja. Wüsste ich jetzt, hey, ich sehe 10% schlechter aus als letztes Jahr beim O und platziere jetzt auf dem 2. zum Beispiel, würde ich mich nicht so freuen, wie wenn ich jetzt eine krassere Verbesserung bringe und mir denke, Alter, wie sah ich denn aus? Es war auch letztes Jahr in Kuwait so. In Kuwait sah ich schlechter aus als bei der Boston Show dann. Ja. Hab trotzdem gewonnen. Und in Boston habe ich halt so ultra dominiert und dachte mir halt so, Alter, was ein geiler Look. Da bin ich so morgens aufgestanden, das kennst du ja auch. Ja. Und hast dir gedacht, hey, heute wird's einfach episch, Mann. Ja. Und ja, da freue ich mich dann mehr drüber. Deswegen bringen wir das Paket. Und dann schauen wir, was rauskommt so. Und wer mich kennt, ich meine, die Bühne, die liebe ich, die Bühne liebt mich und ja, dank Moody Kalicinski hat man da auf jeden Fall die Show-Performance in die Wiege gelegt bekommen und das ist immer eine Sache, die ich liebe, Alter. So, ich hasse Entladetage und die Woche davor, die fuckt mich einfach nur ab und die anderen fucken halt so die, ja klar, zusätzlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin Backstage und die Leute fuckt das jetzt ab, den Wettkampf zu machen und die stehen da dann mit so einer Fresse und ich denke mir, hä, Alter, du hast dir gerade 6 Monate oder keine Ahnung, 10 Jahre eigentlich den Arsch dafür aufgerissen. Für die Wettkämpfe. Wir sind halt Bodybuilder und da ist es halt so periodisiert, dass man mal 2 oder 3 Shows im Jahr hat und nicht wie ein Fußballer oder ein Basketballer halt gefühlt jede 2, 3 Tage ins Spiel und deswegen genießt es auch irgendwie ein Stück weit, auch wenn es schnell vorbei ist, aber ja, ich würde sagen, gute Worte hier zum Abschluss gefunden. Wir rollen den Zimtteppich aus, ab morgen gehen die Carbs rein hier. So sieht's aus. Beim flachen Paddy. Aber ja, das werdet ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Videos sehen. Ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Daheim beim Brokkoli und Huhn. In diesem Sinne, wir sind raus aus dem Bunker. Jetzt wird noch eine Kleinigkeit gegessen und dann geht's ab ins Hotel. So, meine Freunde, wir sind wieder am Kofferraum angekommen. Für mich gibt es die nächste Mahlzeit, hier ein bisschen dunkel, 150 Gramm Chicken, es gibt 150 Gramm Tartarbeiße, 500 Gramm Brokkoli, später gibt es dann nur noch mal das Omelette und dann bin ich für heute durch und morgen wird geladen. Ich bin jetzt auch mega ausgezehrt, aber bin gleichzeitig auch mega happy und beflügelt, gerade durch solch ein Treffen jetzt wieder. Es macht halt einfach, oder es hat einfach ein extrem gutes Gefühl, dann von solchen Top-Athleten dann auch einfach noch mal so die Unterstützung zu bekommen, einfach die Hilfestellung, ist für mich immer nicht selbstverständlich. Dementsprechend, ja, das 8000. Mal Dankeschön an der Stelle, Urs, weiß ich sehr zu schätzen, 5 Wochen vorm Olympia. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt, besonders wie ihr dieses Video fandet, wenn ihr mehr solcher Kooperationen sehen wollt und natürlich, wie ihr das Heavy Raider Shirt findet. Denkt natürlich daran, dass ihr das gesamte Unterfangen hier immer damit unterstützt, dass ihr, jetzt muss ich das hier rauskramen, im Evo Shop mit Code Patrick bestellt und natürlich auch in meinem Merch Shop, im Berserk Shop, euch stabile Kleidung gönnt
und gleichzeitig 10% mehr Wachstum sichert. Jetzt meine Freunde. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.